Und damit hallo und ein sehr herzliches Willkommen. Ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist das Sonntagsvideo. Heute mit dem zweiten Teil aus dem Stadtteil Sanderau. Den ersten Teil gab es vor einigen Wochen. Und wenn ihr ihn damals nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle unbedingt, zuerst den ersten Teil zu gucken und dann zurückzukommen zu diesem Video. Ja, einige Wochen ist es jetzt her, dass ich hier auch in die Strabber gestiegen und nach dem Video in die Stadt gefahren bin. Und genau mit der Strabber bin ich heute auch wieder zurückgekommen in den Stadtteil Sanderau für diesen zweiten Teil des Videos aus diesem doch sehr schönen Stadtteil, wie ich finde, der ja erst entstehen konnte, das hatte ich euch im ersten Video schon erzählt, nachdem die Würzburger Stadtmauer entfernt worden war. Ab 1879 wurde mit dem Abriss begonnen und dann wurde eben hier viel neu gebaut. Einige historische Gebäude aus den Anfangstagen kann man an einigen Stellen in der Sanderau sehen, wie zum Beispiel auch hier in der Ahnstraße, in der ich mich jetzt befinde. Und Ahnstraße heißt diese Straße erst seit dem Jahr 1934 und ist damals benannt worden nach dem Historiker, Theologen und Schriftsteller Professor Ernst Moritz Arndt. Dieser Herr Professor Arndt war ein Angehöriger der Frankfurter Nationalversammlung und er war ein Kämpfer für ein deutsches Reich in Einheit und Freiheit. Und bevor das 1934 nach Professor Arndt benannt wurde, war das hier die Frühlingsstraße. Und aus dieser Zeit, als das eben noch Frühlingsstraße war, gibt es hier mal eine schöne alte Ansicht, die zeigt die Frühlingsstraße im Jahr 1931. Für das heutige Video bin ich am Nachmittag kreuz und quer durch den Stadtteil Sanderau unterwegs. Gerade eben in der Ahnstraße habt ihr schon ein paar hübsche alte Gebäude gesehen. Und hier steht ein echtes Schmuckstück, so möchte ich mal sagen. Vor einigen Jahren ist es aufwendig restauriert worden. Und vor allem unterm Dach sieht man ganz viele tolle Stuckarbeiten. Ja, und das ist ein Gebäude aus den Anfangstagen der Sanderau, gebaut um das Jahr 1900. Das hier ist Jugendstil, so kann man sagen. Und wie es der Zufall will, komme ich hier gerade vorbei und zwei Architekturstudentinnen stehen gerade hier neben mir, die wir jetzt namentlich mal nicht nennen, aber ihr habt gesagt, ihr müsst es jetzt im Bereich Gestaltung abzeichnen und die Perspektive wiedergeben, ne, wie sowas aussieht. Kann man das bei dir auch mal zeigen? Ja. Sieht also wirklich toll aus, finde ich. Und euch gefällt das Haus, denke ich mal, auch. Ne? Ja, und mit sowas beschäftigt man sich also im Architekturstudium an der Uni Würzburg oder FH? An der FH. An der FH. Na, seht ihr mal. Also, sinnvolles Studienfach. Unbedingt erwähnenswert ist bei diesem schönen historischen Gebäude auch die Straße, in der er steht. Ein Eingang befindet sich in der Rückertstraße und ich bin hier in der Eckloff-Steinstraße, wo sich der zweite Hauseingang befindet. Und Namensgeber der Eckloff-Steinstraße ist Johann der Erste von Eckloffstein, der von 1400 bis zu seinem Tod im Jahr 1411 der 50. Fürstbischof von Würzburg war. Und er ist der Gründer der Universität Würzburg am 10. Dezember des Jahres 1402, damals noch unter der lateinischen Bezeichnung Universitas Serbi Polensis. Und damit, ganz nebenbei bemerkt, war die Uni Würzburg eine der allerersten Universitäten des Landes damals, die dann aber 1413 aus verschiedenen Gründen wieder geschlossen wurde. Es sollte dann nochmal rund 170 Jahre dauern, bis im Jahr 1582 die Universität Würzburg wieder eröffnet wurde und bis zum heutigen Tag natürlich Bestand hat. Der Stadtteil Sanderau, der erst aus der Sandervorstadt nach dem Abriss der Stadtmauer entstehen konnte, ging ungefähr bis zur Ahnstraße. Danach war hier nichts bis in die 60er Jahre. Dann ist dieser Teil der Sanderau gebaut worden, um den es jetzt gleich gehen soll. Hier zum Beispiel bin ich in der Gartenstraße und die Gartenstraße erinnert in gewisser Weise daran, dass hier eben Gärten waren. Hier, wo im Vordergrund die Hochhäuser stehen, die ich glaube in den 90er Jahren errichtet wurden,
war bis dahin noch eine alte Gärtnerei gestanden. Ich kann mich erinnern, dass wir da mal so als Jugendliche rumgelaufen sind und mal irgendwie in den Keller gegangen sind. Da waren die alten Heizungsanlagen. Das war so ein richtiger Lost Place, wie man sich vorstellen kann. Total verwittert und verwildert. Ist dann halt abgerissen worden für diese Neubauten. Und auch hier gegenüber auf der anderen Straßenseite der Gartenstraße sind in den letzten Jahren ganz viele moderne Wohngebäude entstanden, die den Stadtteil Sanderau erweitert haben. Es war das Jahr 1962, da hatte der Würzburger Stadtrat einen Bebauungsplan für die südliche Sanderau beschlossen. Darin enthalten sein sollte auch ein neues Gemeindezentrum für Katholiken. Und so wurde im Juni des Jahres 1962 die katholische Kirchenstiftung St. Andreas errichtet. Der Patron, der heilige Apostel Andreas, wurde gewählt, weil der Dom, einst dem heiligen Andreas geweiht, in diesem Jahr in Kiliansdom umbenannt wurde. Und so musste der heilige Andreas wieder wandern, denn schon einmal hatte er sein Heiligtum verlassen müssen. Der Name St. Andreas sollte für die Pfarrei mehr als nur eine Benennung sein. Andreas ist der erstberufene Jünger Christi, der treue Glaubensbote und mutige Blutzeuge soll für die ganze Gemeinde Vorbild und auch ein Fürsprecher sein. Und die St. Andreas-Kirche, die jetzt hier gleich kommt, ist in Würzburg ganz ohne Frage eine, die in Bezug auf die Architektur, ja, ich würde mal sagen, durchaus polarisiert. Fast jeden, den ich kenne, und darunter sind auch sehr gläubige Katholiken, findet die Kirche in erster Linie hässlich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ging mir das auch viele Jahre so. St. Andreas ist nämlich ein perfektes Beispiel für den Architekturstil des sogenannten Brutalismus, von dem ich euch schon häufiger mal erzählt hatte. Ein Stil, der in den 50er Jahren aufkam und bis in die 1980er Jahre Einzug hielt in Deutschland und in vielen Städten Europas und weltweit. Auch wenn man es vielleicht meinen mag, Brutalismus hat nichts mit dem Wort brutal zu tun. Auch wenn diese Architektur manchmal durchaus brutal daherkommt und auf Details und Raffinessen vordergründig verzichtet. Das Wort stammt aus dem Französischen von Béton Bru und meint rohen Beton, welcher bei Bauten dieser Art stilprägend war. Was man ja auch hier sehen kann. Es ist einfach Beton ohne Verzierung. Und auch wenn diese Art Bauwerke auf den ersten Blick vielleicht einschüchternd wirken mag, sind sie ganz, ganz genau durchdacht. Die Funktion bestimmt die Form, so auch bei diesem Gebäude der katholischen Pfarrgemeinde St. Andreas hier im Stadtteil Sanderau. Und wenn ich schon da bin, ist ganz klar, in die Kirche will ich rein und will sie euch zeigen. Denn erst wenn man sie von innen sieht, kann man erkennen, wie die Architektur gedacht war und was es mit dieser Pyramide auf sich hat, die so auffällig im Stadtteil Sanderau steht. Die Pyramide ist wie ein Zeltdach, unter dem die Gläubigen hier im Halbkreis sitzen, vor dem Altar. Ja, und heute Nachmittag habe ich Glück mit dem Wetter. Ihr seht, hier oben sind Lichtschlitze eingebracht und die sind nicht zufällig, denn die werfen ein ganz besonderes Licht in dieses Gebäude, auf die Wände und auf die Gläubigen, die unten sitzen hier. Und ja, man könnte fast sagen, das ist wie so ein göttlicher Spot und das Licht kommt eben von oben und taucht die ganze Kirche in so ein ganz besonders warmes Licht. Das ist echt toll, wie ich finde. Lichtschächte gibt es an vielen Stellen im Gebäude, wie zum Beispiel hier an der rechten Seite oder auch von hier oben fällt ganz dezentes Licht in den Raum hinein. St. Andreas wurde nach den Plänen des Diplom-Ingenieurs Lothar Schlör aus Würzburg erbaut, der übrigens auch in Versbach St. Jakobus der Ältere entworfen hat. Sein Großonkel, das war Ferdinand von Schlör, war auch ein Mann der Kirche und ganz nebenbei bemerkt der 83. Bischof von Würzburg. Im Herbst 1965 ist mit den Vorarbeiten begonnen worden und am 30. November des Jahres 1968 hat der Bischof Josef Stangl das vollendete Werk dann hier geweiht. Und da nur wenig Platz zur Verfügung stand, erhielt die Kirche auch ein Untergeschoss und da befinden sich die Räume des Pfarrzentrums drin. Interessant ist auch der Raum mit dem Taufbecken, das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich gleich hier vorne neben dem Eingang.
Da ist keine Tür, sondern man kann da direkt reingehen. Und während die Akustik hier im Inneren recht warm ist, möchte ich mal so sagen, also es hallt hier nicht großartig, sieht es in diesem Raum hier ganz anders aus. Man kann hier Licht anmachen und ihr merkt schon sofort, da ist ein riesengroßer Nachhall. Hallo! Finde ich aber sehr schön. Und es wurde hier auch ein Brunnen mit aufgestellt, bei dem man richtig in die Tiefe gucken kann. Ich halte mal die Kamera drauf, sodass ihr mal gucken könnt, wie tief es darunter geht. Ich habe mich jetzt gerade mal in die letzte Reihe gesetzt, auf eine der Sitzbänke. Sitze jetzt hier schon 10 Minuten, denke über dies und das ein wenig nach und lasse diesen Raum der Kirche auf mich wirken und finde es total faszinierend zu sehen, wie sich die Lichtstimmung in St. Andreas wirklich ständig ändert. Wahrscheinlich ziehen draußen gerade dicke Wolken vorbei und die Sonne kommt nicht so richtig durch, aber auch bei diesen Lichtverhältnissen ist es toll. Und es ist wirklich richtig schön zu sehen, wie sich hier ständig die Lichtstimmung verändert und das immer in ein neues Licht setzt und man die Kirche förmlich alle paar Minuten sozusagen neu entdecken kann. Ganz tolle Architektur für meine Begriffe. Wenn ihr St. Andreas vielleicht nur vom Vorbeifahren als die Pyramide in der Sandau kennt und noch nie drin wart, empfehle ich euch dringend, besucht mal diese Kirche und gebt auch dem Architekturstil des Brutalismus durchaus mal eine Chance. Es ist wirklich lohnenswert. Ja, und wenn ihr noch mehr über den Architekturstil des Brutalismus erfahren wollt und auch mal sehen wollt, wo man den in Würzburg noch überall sehen kann, bei welchen Gebäuden, dann schaut mal auf meine Webseite würzburg-fotos.de. Da gibt es einige Bilder zum Thema, auch hier aus der St. Andreaskirche und aus anderen Stadtteilen von Würzburg. Zu dieser Wohnanlage, die in den 60er Jahren, wie gesagt, entstanden ist, gibt es auch eine Grünanlage, die zwischen den Häusern ist. Hier an dieser Stelle befindet sich auch eine evangelische Kirche, neben der St. Andreaskirche. Das ist die evangelische Gnadenkirche. Da ist unten auch ein Kindergarten mit drin. Und das war ganz nebenbei bemerkt mein Kindergarten, in dem ich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war. Da sind wir vom Heuchlof morgens immer mit vielen Kindern vom Heuchlof hier runtergebracht worden. Warum das so war und ich hier war und nicht am Heuchelhof, weiß ich heute nicht mehr, aber hat sich wahrscheinlich einfach günstig ergeben, weil da eben schon viele andere Kinder vom Heuchelhof damals auch waren. Die ganzen Straßen hier in diesem Teil der Sandau sind nach den ehemaligen deutschen Ostgebieten benannt. Da hatten wir gerade eben die Tilsiter Straße, in der ich war, Hirschberger Straße. Ein Stück weiter vorne kommt dann noch die Königsberger Straße und die Gnadenkirche zum Beispiel steht in der Danziger Straße, genau wie dieser Wohnblock im Erdgeschoss dieses Wohnblocks. Da waren früher immer viele Geschäfte drin. Also ich kann mich erinnern, dass da früher mal ein kleiner Supermarkt drin war, wo die Leute einkaufen konnten. Eine Sparkassenfiliale. Ich sehe da drüben noch was von der Sparkasse, aber ich glaube, die Filiale als solche hat geschlossen. Heute ist es nur noch so ein Ding, wo man eben Geld am Automaten abheben kann, aber eben kein Personal mehr da ist. Ja, und jetzt gibt's hier zumindest mal noch eine Backstube, die allerdings heute Nachmittag auch schon geschlossen hat. Macht nichts. Kaffee hatte ich vorhin schon.
Jetzt bin ich zurück auf der Friedrich-Spee-Straße, die ihren Namen auch mehrmals gewechselt hat in der Vergangenheit. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und hier auf der rechten Seite, da kommt jetzt gleich die augustinische Frauengemeinschaft der Rita-Schwestern, die im Jahr 1911 vom Augustinerpater Hugolinus Dach gegründet wurde. In Würzburg, wo Hugolinus nach dem Ersten Weltkrieg als Seelsorger herkam, sah er viel Leid und viel Armut, vor allem bei den allerärmsten Menschen. Und er hat sich dann dafür entschieden, einige Frauen zu suchen, die sich um diese allerärmsten kümmern sollten. Und das Ganze übrigens konfessionsübergreifend. Die heilige Rita, die er sehr verehrte und deren Beispiel, Vorbild für die Schwestern sein sollte, gab er den Schwestern als Patronin mit auf den Weg. Und von Anfang an hießen die Schwestern eben deshalb die Rita-Schwestern. Und hier in der Sanderau, da ist die Gemeinschaft der Rita-Schwestern und das Mutterhaus. Die Friedrich-Spee-Straße, die kerzengerade in Richtung Heidingsfeld führt, hieß genau bis zum 4. September des Jahres 1934 dementsprechend Heidingsfelder Straße. An diesem Tag ist dann durch die Nationalsozialisten eine Umbenennung erfolgt in die Südtiroler Straße. Und nach 1945 ist die Straße dann eben in die Friedrich-Spee-Straße umbenannt worden. Und der Namensgeber dafür ist der Jesuitenpater Friedrich Spee, der 1635 in Trier verstarb. Und der war bekannt als Moraltheologe, Lyriker und Schriftsteller und hatte vor allem Bekanntheit erreicht als Hexentheoretiker und als Kritiker der damals ansässigen Hexenprozesse. Und im weiteren Verlauf der Friedrich-Spee-Straße, jetzt hier an der Ecke zur Greifenklau-Straße, steht ein weiteres historisches Gebäude. Da waren früher immer Restaurants drin gewesen. Also ich kann mich an das griechische Restaurant im Erdgeschoss erinnern. Das war der El Greco. Vielleicht kennt ihr es auch noch. Ich war da früher einige Male zum Essen. Ja, und direkt unten vom Restaurant ist eine Terrasse, wo man dann eben auch sitzen konnte. Der Grieche war irgendwann weg, dann kam ein indisches Restaurant und heute sieht es so aus, als wäre es zu einer Wohnung umgebaut. Ein Restaurant war hier in diesem Gebäude aber schon vor Urzeiten gewesen. Das war nämlich mal das Restaurant Küffhäuser, wie diese alte Postkarte zeigt, die mindestens mal vor 1934 entstanden ist, denn obendrauf steht ja noch Heidingsfelder Straße. Wie gesagt, 1934 ist sie umbenannt worden. Schön, dass es so alte Ansichten gibt und dass es Leute gibt, die diese Karten sammeln und ausgraben. Förmlich. Vielen Dank dafür. Und gegenüber dieses ehemaligen Restaurant Küffhäuser befindet sich hier in der Friedrich-Spee-Straße der Straßenbahnbetriebshof der Würzburger Straßenbahn, der ab 1979 errichtet wurde. 1984 ist das alles fertiggestellt worden. Darin ist Platz für 32 Straßenbahnen im Erdgeschoss und im Keller können auch 76 Busse geparkt werden. Und es ist natürlich auch eine Werkstatt da. Die können also hier so ziemlich alle Arbeiten in Würzburg beim Straßenbahnbetriebshof in der Sanderau selber machen. Das ist auch nicht der einzige Betriebshof der Straßenbahn, denn am Heuchelhof gibt es ja auch noch einen Richtung Rottenbauer, der ab 1989 mit dem Bau der Linie 5 errichtet wurde. Und ein Straßenbahnbetriebshof gibt es hier schon viel länger, nämlich 1900 kam die Elektrifizierung der Straßenbahn zu uns nach Würzburg und da brauchte es dann einen Abstellplatz und der war auch an dieser Stelle gewesen. Die Straßenbahnen standen allerdings damals im Freien, also das war kein Haus in dem Sinne und das war natürlich nicht mehr zeitgemäß und deswegen wurde dann eben dieser neue Bau errichtet. Übrigens ist auch das hier Brutalismus vom Architekturstil, wenn man es ganz genau nimmt. Ja, und wie das hier früher aussah, das zeigt dieses historische Foto aus den 60er Jahren, wo man schöne alte Straßenbahnen und genauso schöne alte Busse sehen kann, die damals eben so ganz typisch durch Würzburg gefahren sind. Und direkt hier gegenüber der S. Oliver Arena und des Kaufmännischen Berufsschulzentrums an der Stettiner Straße steht hier an der Endhaltestelle der Straßenbahn an der Königsberger Straße ein Hochhaus, welches mit mir etwas gemeinsam hat. Wir sind nämlich beide exakt gleich alt, mit dem Unterschied, dass ich wohl nicht so sanierungsbedürftig aussehe. Hoffe ich zumindest. Seit Dezember 1974 steht das Gebäude hier. Es ist 62 Meter hoch und damit das höchste Gebäude in Würzburg. Und die Würzburger wissen,
wissen, das war früher das Seniorenwohnstift Sanderau vom Bürgerspital Würzburg. Und die hatten sich entschieden, vor einigen Jahren das Gebäude zu sanieren. Es gab auch kurzfristig die Idee, das Ganze mal wegzusprengen und abzureißen. Aber letztendlich wurde es dann eben doch die Sanierung. Heute gehört es aber gar nicht mehr dem Bürgerspital, sondern jemand ganz anderem. Wem, das erzähle ich gleich. Vorher noch ein paar Worte zum Dachcafé, das sich oben im 16. Stock befand. Es hatte den Namen Dachcafé Karthago und von da hatte man einen wunderbaren Ausblick auf Würzburg. Vor einigen Jahren hatte ich ja schon mal ein Sonntagsvideo hier aus dem Stadtteil Sanderau gemacht. Das Video gibt's jetzt nicht mehr, denn das, welches ihr gerade seht, ist die Neuproduktion für das alte Video. Und ich zeige euch jetzt mal kurz einen Ausschnitt, damit ihr sehen könnt, wie schön der Ausblick damals aus dem Dachcafé da oben auf Würzburg war. So, und hier geht's rein. Schau mal einer an. So Leute, schaut euch das an. Habe ich zu viel versprochen? Der Ausblick, ein Traum. Über die ganze Stadt und die Sanderau. Da drüben sieht man nochmal St. Andreas auf der linken Seite. Und hier werde ich mich jetzt hinsetzen und einen Kaffee trinken. Jetzt habe ich mir nochmal einen anderen Platz geben lassen. Aber das sieht doch klasse aus. Schöner Kaffee und Kuchen. So muss das sein am Sonntagnachmittag. Im März 2019, also vor 2 Jahren, wurde bekannt, dass das Bürgerspital das Haus kurzerhand verkauft hat. Denen ist die Sanierung dann nämlich zu teuer geworden. Und neuer Besitzer ist jetzt die Freier Besitzgesellschaft, hinter der die Familie von S. Oliver Gründer und Chef Bernd Freier steht. Er hat dieses ehemalige Seniorenwohnstift erworben. Was draus wird? Ganz klar, Wohnungen werden es. Ob es jetzt Mietwohnungen für jedermann werden oder Eigentumswohnungen mit einem super exklusiven Blick über Würzburg, das kann ich euch nicht sagen. Auch weiß ich nicht, was der ganze Spaß die Freier Besitzgesellschaft gekostet hat. Aber ich glaube, egal was es kostet, für die und Bernd Freier waren das sicherlich Peanuts. Denn Bernd Freier ist einer der reichsten Deutschen. Die Forbes-Liste hat ihn im Jahre 2015 2,4 Milliarden US-Dollar schwer eingeschätzt. Also bei so einem Vermögen kann man sich auch mal so ein Hochhaus kaufen. Was für ein schöner Baum, der hier im Frühling das Blühen anfängt. Sieht richtig toll aus. Von hier nochmal ein Blick rüber zum Gebäude mit dem Dachcafé im 16. Stock. Im Video habt ihr ja schon gesehen, dass der Ausblick da oben toll ist. Aber ich habe damals auch Fotos gemacht. Hier mal ein Bild mit dem Blick über die ganze Sanderau und Würzburg. Wirklich toll da oben. Lasst mich raten, ich vermute mal, ihr habt alle, die ihr gerade Zuschauer dieses Videos seid, irgendwie was übrig für Würzburg. Vielleicht kennt ihr die Stadt von früher oder vielleicht wohnt ihr hier, aber ich glaube, ihr liebt Würzburg alle mehr oder weniger. Wenn dem so ist und wenn ihr mehr aus Würzburg sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Gerne bei Instagram, auch bei Facebook freue ich mich und am allermeisten könnt ihr mich mit eurem Abonnement bei YouTube unterstützen. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Sonntagsvideos mehr und könnt immer mehr aus Würzburg sehen. Danke für euer Abonnement. Und für die letzte Einstellung des heutigen Sonntagsvideos gehe ich gerade mal hoch auf den Sebastian-Kneipp-Steg. Der ist hier übrigens mal errichtet worden als Ersatz für eine Fährverbindung, die es ursprünglich an dieser Stelle gab. Eine Fähre zwischen dem Steinbachtal und der Sanderau. Jahrzehntelang. Und 1928 bereits hatten die Würzburger die Idee und wollten eine Brücke haben, weil sie nämlich vermuteten, dass die Familie Lehmann, die hier den Fährbetrieb bewerkstelligte, dass die also größere Mengen gar nicht über den Fluss bringen können. Naja, die Würzburger mussten dann noch eine ganze Ecke warten, denn erst im Jahr 1978
ist der Sebastian Kneipsteg mit diesem wunderbaren Ausblick rüber zur Festung eröffnet worden. Und mit diesem schönen Ausblick endet das heutige Sonntagsvideo, bei dem ich mich sehr freue, wenn es euch gefallen hat. Zeigt mir das gerne mit vielen Likes und mit vielen Daumen nach oben in Facebook und in YouTube und teilt das Video gerne mit all euren Freunden überall auf der Welt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und damit tschüss und ade, bis zum nächsten Mal. Und das wie immer hier bei Würzburg Fotos.